Mir ist die Zahnpflege sehr wichtig, weil ich möchte einfach auch im Alter noch gesunde und vor allem meine Zähne haben. Ich putze mir die Zähne mit einer weichen Zahnbürste. Ich putze mir die Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste, weil ich einfach ein saubereres Gefühl habe nach der Reinigung. Solange wir die Zähne im Mund haben, haben wir große Gefahren für den ganzen Organismus, weil wenn die nicht ganz gesund sind, wirkt sich das auf unseren Körper. Das heißt, das werden viele nicht gerne hören, wenn gar keine Zähne mehr da sind. Sieht zwar schrecklich aus, aber aus der Sicht des ganzen Organismus ist das eigentlich eine sehr gesunde Situation, weil es dort keine Leckagen gibt. Eine weiche Zahnbürste an sich ist noch keine Lösung. Das muss eine weiche, dichte Zahnbürste sein. Also eine weiche Bürste, die nur hier und da eine Borste hat, putzt gar nicht. Eine weiche Zahnbürste soll deswegen verwendet werden, weil sie müssen auf einer Bürste, die mehrere Zähne auf einmal putzt, einen gewissen Druck ausüben, damit sie sich dem Relief anpasst, damit sie so deformiert wird, um in alle Ritzen und Rillen auch mit den Borsten zu reichen. Und je härter die Bürste ist, umso mehr müssen sie drauf drücken. Und wenn sie stark drauf drückt, dann entblößen sie sich selbst die Zahnhärse. Die normale Zahnbürste versucht Unmögliches. 5 oder 6 Zähne auf einmal zu reinigen, das kann nicht gut gehen. Das werden sie nicht im Schuhschrank machen, dass sie da jetzt mit einem Straßenbesen hineinfahren und alle Schuhe auf einmal reinigen. Mit ihren Zähnen machen sie das so und dann wundern sie sich, dass trotz Putzen doch hin und wieder mal irgendein Schaden auftaucht. Diese Solo-Zahnbürste ist eine natürliche Evolution von diesem Miswak, diesem Holzhast, die man in der Mehrheit noch von Ländern, vor allem die arabischen Länder in Südafrika, in Tibet, in diesen asiatischen Ländern noch verwendet. Und die Idee, die dahinter steckt, ist eben, Zahn nach Zahn zu pflegen, zu putzen. Das heißt, man betrachtet die eigenen Zähne wie Einzelpersonen. Das heißt wirklich, es ist eine gründliche Pflege, Zahn nach Zahn. Die Schallzahnbürste vibriert, sie setzt mit der Vibration und dem Speichel oder Speichel-Zahnpasta-Gemisch um die Zähne herum in Bewegung und diese Flüssigkeit reinigt dann die Zähne. Die Interdentalräume kann man nur erreichen mit einer Interdentalbürste oder mit Zahnseide oder mit diesem Zahnstecher, aber nicht so ganz. Das sind die einzigen Lösungen. Das heißt dann, die Zahnbürste alleine ist nicht genügend. Die Interdentalbürste hat den Zweck, die Interdentalräume zu putzen. Die Interdentalräume, wie man das schon gesagt hat, sind große Schmutznischen, die nicht erreichbar sind mit einer normalen Zahnbürste. Diese Interdentalräume haben sehr komplizierte Formen. Sie sind dreidimensional. Die beste Lösung ist, eine Interdentalbürste zu benutzen, aber die gut angepasst an diesem Interdentalraum ist. Diese Interdentalbürsten sind sehr leicht zu benutzen. Es genügt, das einmal hinein durchzuführen und einmal raus, nur einmal pro Tag für jeden Interdentalraum. Und das ist alles. Am Schluss, die ganze Geschichte ist sehr, sehr einfach. Nur braucht man eine sehr gute Einleitung von einem Spezialisten. Auf Ihre Frage, wie lange man sich die Zähne putzen soll, gibt es eine einfache Antwort. Wie lange spülen Sie Geschirr in der Küche? Sie wissen es nicht, das kommt auf die Menge des Geschirrs und auf den Verschmutzungsgrad an. Ich kenne keine Antwort. Man putzt die Zähne so lange, bis sie sauber sind. Ich kann Ihnen nur ein kleines Geheimnis verraten. In 3 Minuten ist das nicht getan. Wo sollte man die Zähne putzen? Meine Empfehlung, aber wirklich die vom Herzen kommt, ist raus von dem Badezimmer. Man kann sich die Zähne putzen, wo man möchte, vor dem Fernseher, im Natur, im Auto, wenn man in Stau steckt. Es spielt keine Rolle, aber es gibt eine Bedingung. Die Bedingung ist, man sollte sich die Zähne putzen mit Bewusstsein. Und diesem Bewusstsein kriegt man nur durch ein Training mit einem Spezialist. Wenn man sich die Zähne nicht putzt, das führt dann zu Karies, zu Zahnfleischkrankheiten,
und schlussendlich auch zu diesen Parodontalerkrankungen, die noch schlimmer sind, weil da gibt es auch eine Zerstörung des Knochens. Dr. Lenz mal sagte, du musst nicht alle deine Zähne putzen, nur die, die du erhalten möchtest.